In den USA hat das US-Repräsentantenhaus einen Überbrückungshaushalt verabschiedet. Damit kann der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte kurz vor Thanksgiving vorerst abgewendet werden. Dem Vorschlag muss nun noch der US-Senat zustimmen, was als Formsache gilt. 336 Abgeordnete des Repräsentantenhauses stimmten für den Entwurf, 95 Parlamentarier lehnten ihn ab. Wäre der Vorschlag abgelehnt worden, hätten zahlreiche BehördenmitarbeiterInnen ab Samstag keine Gehälter mehr bekommen.